Menschen hier gehören zu Naschi. Naschi, das ist eine russische Jugendorganisation, die es seit 2005 gibt und die Politik der Kremlpartei Einheitliches Russland unterstützt. Von ihren russischen Gegnern werden sie deshalb auch gerne einmal Putin-Jugend genannt. Auf Deutsch übrigens, damit man die Anspielung besser versteht. Eben jene Putin-Jugend traf sich nun öffentlichkeitswirksam am Moskauer Kreml, um dort Putins Geburtstag zu feiern. Nicht unbedingt einen sehr runden, denn der noch Premier wird 59. Dass sich das Idol nicht selbst blicken ließ, war wenigstens ein animiertes Porträt anwesend, dem die Mitglieder der Bewegung mit Kuchen und Kerzen huldigen durften. Animiert wird auch das Naschi-Geschenk für den bald wieder Präsident sein, denn man möchte ihm einen Zeichentrickfilm über ihn selbst überreichen. Er liegt der Russland-TV-Redaktion aktuell noch nicht vor, sonst hätten wir selbstverständlich einen Ausschnitt dieses Meisterwerks gezeigt. Alles in allem wirkt der halboffizielle Kreml-Nachwuchs mit seiner Aktion nicht mehr ganz up-to-date. Manche doch andere Putin-Fans, wie die durchwegs weibliche Putins-Armee, mit knapp bekleidetem Autowaschen eine wesentlich bessere Figur. Man wird sehen, ob der Verband russische Jugendliche mit solchen Veranstaltungen wieder für die Politik generell oder die des Kreml im Speziellen begeistern kann.